Jo, hallo mal wieder, liebes hier von CryptoTV, hallo Korruptes und Verdrotteltes Österreich. Wir stehen einmal mehr, ich weise da mal mit einem Sigi Maurer drauf hin, mitten in Österreich, mitten in Salzburg, heute mal ohne Regen zum wiederholten Male, also langsam glaube ich schon fast, wir sind in einem Klimawandel. Politisch ist der noch nicht so ganz da. Ich meine, wir haben zwar jetzt in Salzburg Schwarz-Blau, es haben da auch schon ganze 7 Hanseln dagegen demonstriert. Vielleicht waren es am Bahnhof mehr, das haben wir nicht gesehen, weil der Roman und ich hatten nicht die Zeit und die Muße, vermeintliche Demokratieversteher zu besuchen, die gegen das demokratische Wahlergebnis, sprich den Volksentscheid, was auszusetzen haben. Deswegen haben wir uns das mal nicht angetan. Sei es wie es sei, wir haben heute Samstag, den 3. Juni. Das heißt, wir haben, ja, ihr wisst es, 3 Jahre und unglaublich viel Zeit im Irrsinn. Es sind jetzt aber nur noch 27 Tage ganz offiziell, dann ist der Blödsinn vorbei. Ich habe letzthin schon bemerkt, es hat der Deutsche Bundestag sich für eine Stärkung der WHO ausgesprochen, für mehr Geld für die WHO, für mehr Befugnisse für die WHO. Der Roman wird den Beitrag dazu einfach einmal als Screenshot verlinken, anschauen müsst ihr euch selber, teilen solltet ihr euch auch. Nachdem ich aber letzthin mit dem Roman einen verschwurbelten Tag, nämlich den 30. Mai verlebt habe und den in 3 Etappen aufgeteilt habe, damit ich nicht immer so lang und selbstverliebt rede, haben wir das aufgesplittet in einen kurzen ersten Teil, tituliert Für die Dummen. Der hat ganz nebenbei bemerkt die höchste Seherzahl von dieser Trilogie. Da kann ich jetzt nichts dafür, Leute. Das habt ihr selber so gemacht. Dann gab es einen zweiten Teil für die Interessierten und dann gab es noch einen Teil für die Guten. Der hat erfahrungsgemäß die wenigsten Seher. Ja, man könnte jetzt meinen, das hat mit der Reihung zu tun. Der erste war länger online als der letzte. Das stimmt, allerdings ist der Zeitunterschied dabei relativ marginal gemessen an der unterschiedlichen Seherzahl. Ich vermute einfach mal, der Seher steht mehr auf kurze Videos, deswegen bin ich da halt mein Brabbeln eigentlich schon am Ende. Wie gesagt, wir sind immer noch in einem Land, wo man in mehrfacher Ausführung draufschreiben muss, dass sowas hier ein Garagentor ist und dass da vielleicht wer raus wird. Damit sind wir beim Thema Automobil. Klimawandel technisch, ihr wisst ja, eigentlich muss man sich bei so einem Wetter auf die Straße picken. Nachdem ich allerdings noch nicht das Bett gesehen habe und durchgemacht habe, weil wir heute ein paar kleine Veranstaltungen am Start haben, hätte ich einfach gesagt, setzen wir uns jetzt total unfreundlich in ein Auto mit Verbrennungsmotor, heizen in den Europark, dort geht's zur Post, die soll nämlich laut dem Internet, sprich dem Google, um 9 aufmachen. Warum wir den brauchen, seht ihr dann, wenn wir dort sind. Und später werden wir dann zum Thema Garagenausfahrt weiterleitend Automobil vielleicht noch einen Beitrag für euch haben. Einstweilen bin ich jetzt einmal raus, für alle, denen ich jetzt schon zu lange geredet habe. Ich habe es selber anstrengend gefunden. Wie gesagt, ich habe noch nicht geschlafen und es ist eigentlich relativ anstrengend. So mit der hellen Scheibe am Himmel, die man nicht gewohnt ist als Salzburger. Und so. Furchtbar. Nichtsdestotrotz, Hawaii-Wetter passt. Und ja, damit bin ich raus. Bis bald. So, Elvis an der Höllenmaschine. Genau, ich wollte gerade sagen, große Schwurblertasche, Mappe, und da haben wir dann quasi, weil es so schön ist, einmal mehr, weil das Thema leider Gottes immer noch aktuell ist und die Spendenwut in einem Land, in dem täglich Betriebe pleite gehen und wir Inflations- und Insolvenz-Spitzenreiter im westlichen Welt oder zumindest im EU-Raum im westlichen sind, leider Gottes irgendwie nicht so viel Gelder ein wie gewünscht, wie benötigt. So, da haben wir wieder A4, schwarz-weiß 30. Naja, dann machen wir doch einmal. Jedenfalls bleiben wir an diesem Thema dran.
und allen Unkenrufern aus den eigenen Reihen oder auch allen aus den nicht eigenen Reihen, die letzthin bemerkt haben, wenn man einen Klingelbeutel durchgegangen ist, ich hab schon gespendet, ja, mir kosten solche Kopien und Klarsichthüllen und Kabelbinder und Klebebandeln und alles, was man so für Diverses darauf hinweisen, auf Darian Haas Schicksal angeht, auch Geld, und es kostet mich auch immer wieder mal Geld, mit dem Roman Benzin zu verfahren, um irgendwo dabei zu sein. Es kostet mich also nicht nur Schlaf und Energie, sondern tatsächlich auch den schnöden Mammon, und ich habe auch noch nie gesagt, ich habe aber schon mal eine Kopie gemacht. Also vielleicht motiviert sie euch auch mal, man kann auch zweimal ein paar Cent in einen Klingelbeutel schmeißen, das tut nicht so weh, wie man glaubt. Das betrifft jetzt weniger die Groß-, sondern eher die Kleinspender, die immer so das Klargeld hergeben, dass sie so überhaben. Und damit höre ich jetzt eigentlich ja schon fast wieder mit dem Meckern auf. Aber nur, weil ich so unglaublich gut motiviert bin, dass nach einer schlaflosen Nacht die Höllenmaschine heute mal relativ gut tut, was man von ihr möchte. Das war mal ein Obdachlosen 2 Euro zuwirft, he? Nicht einmal wahrscheinlich. Nein, ich verstehe, wie gesagt, dass wir in einem Land mit gut 10% Inflation und einer gewaltigen, damit verbundenen Teuerung, wo sich viele Haushalte wirklich überlegen müssen, wie zahle ich die Miete, wie zahle ich die Lebenskosten, nicht unbedingt erquickt ist, jetzt noch für andere Menschen auch noch unbedingt ein Geld locker machen zu müssen. An dieser Stelle sei nochmal unsere Frau Eleonore bedankt. Die hat ja quasi nicht nur in Zeiten der höchsten Teuerung, die, wenn wir heute schon beim Automobil waren, die CO2-Steuer da angehoben, sondern die hat ja vor kurzem auch beschlossen, dass wir in diesen liquiden Zeiten, wo wir ja eh schon so ein bisschen Geld, also so 5,2 Milliarden für Tests rausgeballert haben, jetzt auch nochmal lockerflockig 10 Millionen rausballern können für die Unterstützung der Ukraine, dass den Menschen dort Wiederaufbau und Leben ermöglicht wird. Finde ich ja grundsätzlich toll. Ich glaube allerdings, dass wir auch im eigenen Land inzwischen ein paar Leute hätten, die vielleicht ein bisschen Hilfe brauchen könnten. Und ja, wir haben ja jetzt auch entschieden, dass unser schweigender Sascha keine Soldaten in die Ukraine schickt zum Entminen. Und dafür zahlen wir aus irgendeinem Grund, sozusagen als Entschädigung, dass wir unsere Leute da nicht hinschicken als neutrales Land, nochmal 2 Millionen, also gehen jetzt einmal wieder 12 Millionen in den Osten. Dort ist übrigens, wenn es wahr ist, gerade große Ermittlung zwecks Korruption, auch gegen den Präsidenten höchst selbst. Das ist eine reine Show. Und ich wollte gerade sagen, glaub nicht, dass dabei jetzt so unglaublich viel und Effizientes rauskommen wird. Nichtsdestotrotz, ich halte es für fragwürdig, in ein Land, dem man schon 200.000 Liter Diesel geschenkt hat, wo man schon über 8.000 Flüchtlinge aufgenommen hat, wo das Elend durch Waffen verlängert wird, abermals Waffen zu schicken und Geld dazu schicken. Aber gut, es ist natürlich wieder einmal mehr. Hüfterwerker! Nur meine persönliche Meinung. So, Kopien haben wir gemacht. Wir können jetzt zu unserem nächsten Ziel, aber der Roman lässt uns einfach einmal die Kamera laufen, weil diese ständigen Wir sind raus und steigen dann weiter ein, weil es was Neues gibt, bringen ein wenig. Und deswegen lassen wir gleich laufen. Wir sind jetzt nämlich genau da vor einem unglaublich schönen Ausstellungsstück, was wir schon mal in einem Video besprochen haben. Dann stehe ich jetzt nämlich einfach einmal mein Schnurrtäschchen rein. Ich bin ja einer mit einer komischen Frisur, einer Vorliebe für Hawaii und habe eine komische Sonnenbrille seit neuestem gemacht. Da haben wir so einen schönen pinkfarbenen, mit Elvis-Kennzeichen versehenen Cadillac. Wir werden jetzt, das spoilere ich ein bisschen, zum vierten Classic USK Meeting in Salzburg in der Panzerhalle fahren.
Das ist ganz typisch für Salzburg zu unglaublich rock'n'rolligen Zeiten gehandhabt. Es dauert nämlich von 9 bis 17 Uhr. Das ist nämlich die Öffnungszeit der Panzerhalle am Samstag. Also das ist eigentlich nichts anderes als eine Gastronomiebelebung. Und zwischendurch gibt es dann, Gott sei Dank macht das Wetter das ja mit, zwischen 14 und 15 Uhr noch ein Fotoshooting bei dem Schloss Glässheim. Gut, dass es nicht regnet, gut, dass durch den langen Regen der letzten Wochen noch nicht zu viele Pollen sind, weil erfahrungsgemäß werden wir heute wahrscheinlich dort ein paar Autos sehen, die man im Salzburger Stadtbild sonst nicht sieht. Aber nachdem man ja quasi in einer Zeit lebt, in der man ja als Autofahrer schon genauso wie als Raucher gerne gemolken wird, aber mehr oder weniger ein Unhold ist, ein Schwerkrimineller, der Kanzler hätte gesagt, ein Lebensgefährder, ist es höchste Zeit, aber ich bin jetzt schon wieder, was würde bitte wer am Kopf noch meinen in der Ruhe? Ja, ich bin gleich da. Falls du anrufst, dass du zu spät bist, ich bin auch noch nicht da. Alles klar, bis gleich. Falls du anrufst, dass du spät bist, ich bin auch noch nicht da. Ja, das ist bei dem jungen Mann, den wir dann da treffen werden, normalerweise handelsüblicher so. Ich bin sehr erstaunt, dass er heute pünktlich ist. Wir verabschieden uns jetzt jedenfalls mit einem schicken USK und bin zur Rolltreppe, damit es nämlich richtig rockt und rollt. Und wie gesagt, von dem USK-Treffen erwarte ich mir persönlich nicht allzu viel. Also wir werden sicher sehr schöne Autos sehen, aber wie gesagt, allein von der zeitlichen Gestaltung und der Tatsache, dass der Veranstaltungsort, nämlich die Panzerhalle in Salzburg, auf ihrer Facebook-Seite noch nicht einmal Werbung für dieses Event gemacht hat, zeigt einfach, ja, da sollen ruhig ein paar Leute kommen, die sollen bei uns Getränke konsumieren, die sollen bei uns einen Burger essen, die sollen die Panzerhallen-Gastronomie aktivieren. Wir wissen ja, die Gastronomie ist ja laden Böginger voll. Und deswegen gibt sie die Panzerhalle da wahrscheinlich her. Und gibt eben solchen Lebensgefährdern mit so altmodischen Verbrennungsmotoren, zum Teil sogar noch aus der Baureihe vor auch, eine Chance. Ja, wie wir da jetzt hinfahren, könnt ihr euch vorstellen. Ich würde einfach sagen, der Roman spielt inzwischen ein nettes Video einer unserer Mitstreiterinnen ein. Vorsicht. Genau, sie war streiten. Nachdem wir nicht zusammengefahren sind, da sind wir einmal richtig legal im Straßenverkehr unterwegs, dann das. Jedenfalls, der Roman spielt jetzt einfach ein nettes Video ein von unserer Mitstreiterin, die am GTI-Treffen unten war, im schönen Kärnten. Ich konnte das ja leider nicht. Ihr wisst, der Fachkräftemangel, ich musste arbeiten. Und ja, wir sehen uns dann einfach zum nächsten Einstieg, wenn es wieder was Spannendes gibt. In diesem Sinne, genießt die Impressionen aus dem schönen Kärntnerland. Baba! So, also im Felden nichts los mit GTI-Treffen. Es sind ein paar Vereinzelte, hauptsächlich Deutsche. Wir fahren jetzt am Fackersee, wo eigentlich auch immer die Hölle los war. Und schauen wir mal, was hinter der Kurve passiert. GTI-Treffen, Fackersee, 18. Mai 2023. Braucht man eigentlich nichts dazu sagen. Alle Parkplätze leer. Alle Tankstellen leer. Bravo. Kontrollorgane natürlich fleißig unterwegs. Tja. Nicht, dass du Masken brauchst, dass du ein GTI hast. Die GTI-Fahrer, die paar, die da sind, werden natürlich rausgefangen, weil als GTI oder Golffahrer bist du anscheinend das neue Feindbild Nummer 1. Auch da ist null los. Gar nichts. Radlfahrer ohne Ende. Ohne Ende. Da kommt jetzt auch nochmal so ein Hotspot, da sind sie eigentlich schon alle der Straßen entlang gesessen. Mit ihren Tischerl und Sessel und Ding. Ja, und jetzt sitzen ein paar sitzen da. Ja, irgendwas ist ganz langsam. Polizei natürlich wieder da. Polizei, vorne.
Da wenn du nicht fahren bist, halt natürlich auf. Ja, passt schon. Alter, ein bisschen was los. Ein paar. Action. Ein paar gibt's noch, die sich das auch dann. Ja. Ja, ein paar Hartgesottene haben sie doch eingetroffen, die sich da nicht abschrecken lassen. Ganz wurscht, was irgendein Habeck oder ein Gehwessler oder sonst was vorhat. Auch wenn die CO2-Steuer jetzt wieder erhöht werden soll, um knapp 400% anscheinend. Ja, ist so. Aber ein paar gibt es auch noch, die diesen Brauch aufrechterhalten und sich da nicht einschüchtern lassen. Bravo Buben, bravo Mädels. Eskorte. Vom österreichischen Steuerzahler finanziert. Polizeihubschrauber natürlich auch im Einsatz, weil da sind anscheinend so viele Schwerverbrecher unterwegs. Lauter nette Leute, die ihre Freude haben mit ihren Autos. Mehr nicht. $30,000, wenn er voll aufgeht. We'll be right back.